Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ich habe wieder Post bekommen, zweimal an der Stelle. Wir fangen mit dem ersten an und diesmal habe ich mir Blindboxen schicken lassen. Das heißt, ich weiß nicht, was drin ist. Sind wieder in diese Diamond Painting, Cross Stitch und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Die schönen Shops, ihr seht hier schon, die Tüte knistert und die ist diesmal noch zu. Ich mache die jetzt, wie gesagt, mit euch zusammen auf. Problem ist nur, ich weiß jetzt nicht, von wem das ist. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, weil es sind halt Blindboxen. Ich weiß, dass die eine Firma mir zwei Artikel zugeschickt hat und nach dem Fühlen her müsste das das sein. Ich gucke jetzt aber erstmal rein. Ich werde wahrscheinlich nicht sehen, aber ich glaube, ich weiß so ungefähr. Wir machen das jetzt einfach mal zusammen auf. Kameraeinstellung geht im Moment nicht anders. Ja. Also, Kooperation, wie gesagt, wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich denke, dass da einiges zum Verlosen noch rausgeht. Das werde ich aber wahrscheinlich im Podcast machen und jetzt nicht hier, weil ich jetzt gar nicht weiß, was da drin ist. Deswegen, wir gucken da einfach mal zusammen rein, gucken uns das zusammen an und genau. Und im nächsten, übernächsten Podcast, wie auch immer, der soll hoffentlich nächste Woche kommen, ich hoffe es. Im Moment geht es hier drunter und drüber. Ich habe gestern ein Newsletter rausgeschickt vom Shop und die den gelesen haben, die wissen, warum, wieso, weshalb. Genau. Aber wie gesagt, mehr dazu im nächsten Podcast. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Wir wollen ja jetzt hier mal auspacken und gucken, was hier drin ist. Ich schneide das jetzt einmal auf. Also sorry fürs Knistern. Ich versuche es zu reduzieren. Oh ja. Okay. Ja, ich habe schon gesehen. Okay. Das müsste sein von autortide.com. Autortide.com, ich schreibe es natürlich auch alles in der Infobox rein, was das ist, wo ihr das findet und so weiter, was die Produkte kosten, weil das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, weil ich nicht weiß, was drin ist. Ich werde euch aber alle Produkte in der Infobox verlinken, die hier drin sind, wenn euch da was gefällt. Ansonsten einfach mal warten wegen Verlosung. Auf jeden Fall hat mir dieser Shop einen Rabattcode gegeben von 5% mit Masche 5 off. Schreibe ich auch nochmal hier rein. Und ab $59 Bestellwert könnt ihr euch zwei Gratisprodukte im Shop aussuchen. Dort erhaltet ihr Sachen über Sticken, Diamond Painting, Malen nach Zahlen und ganz coole Gartendeko. Das habe ich mir angeguckt. Da habe ich überlegt, suche ich mir davon was aus oder nicht. Dachte dann aber, nee, wir machen mal so ein hier Real Reaction Video im Prinzip. Und habe mir da nichts ausgesucht. Aber die haben richtig coole Gartendeko. Figuren so und das ist richtig cool. Genau, wir packen jetzt, ich ziehe das erste Mal raus und gucke mal, oh, guck mal hier, Weihnachten. Weihnachten, Weihnachten. Ich denke, ich muss das umdrehen nachher, das Video. Keine Ahnung, wir werden sehen. Weihnachten, das ist Cross-Stitch. Genau, Sticken. Mit Sticken habe ich so gar nichts am Hut. Ich glaube, das wisst ihr alle schon. Das heißt, das wird definitiv verlost werden. Ich mache das jetzt einmal auf mit euch. Ich kann auch nichts über Sticken sagen, auch nicht wegen dem Stoff, wie der ist und so, weil ich das einfach nicht weiß, weil dafür ist mein Wissen nicht da. Aber warum nicht annehmen, ist doch eine ganz schöne Geschichte eigentlich, finde ich. Und euch kann man ja mit auch eine Freude machen, ne? So, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Erstmal das Deckblatt ist klar und hier ist so wahrscheinlich die Zeichnung, dass man sieht, was man da machen muss. Ich hatte das schon mal in einem Video, da habe ich gesagt, weil hier so verschiedene Pfeile und bla 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 ist. Da sagte mir aber jemand im Kommentar, dass das egal ist, ist alles Kreuzstich, das spielt keine Rolle. Die Symbole, die hier drauf sind. Genau, das ganze Ding soll 129 mal 173 Millimeter, Zentimeter, 50 mal 40 Zentimeter. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, weil wie gesagt, ich weiß nicht, was sie mir hier reingelegt haben. Hier sind die Farben. Die Wollfarben. 20 an der Zahl, wie es aussieht. Genau. Hier ist noch ein extra Faden. Wahrscheinlich, weil man davon am meisten braucht. Weiß ich auch nicht. Und hier ist auch eine Nadel drin. Zwei Nadeln sind hier drin. Also die sind hier auch drin. Also komplettes Set, denke ich mal, kann man direkt loslegen. Und das ist einmal, das ist ein relativ grober Stoff, würde ich sagen. Also der fässt sich schon ein bisschen fest an. Und aber man kann hier eigentlich ganz gut erkennen alles. Also es ist alles gut zu erkennen, was man da machen muss. Ich denke, das sind immer so Anfängerprodukte, denke ich mal, weil ich kenne auch viele, die sticken, die haben gar keine Vorlage, sondern machen das einfach so irgendwie, weiß ich nicht. Halt nur nach so einem Zählmusterblatt wie hier.
Aber Sticken, ich habe es mal versucht, aber es ist überhaupt nicht meins. Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Nee, meine Mutter macht das ab und zu. Die hat aber noch. Und ja, genau. Also hier an der Seite sieht man dann halt die Farben und alles, denke ich, was man da machen muss. Nadeln sind dabei, das Garn ist dabei. Ein extra Zählmusterblatt ist dabei, wo man direkt loslegen kann. Die Größe ist ganz schön, finde ich. Genau, hier die Farben. Ja. Weil man liest doch immer so, wenn man eine Anleitung bei hat, dass man die Fäden nehmen soll und die trennen soll. Bei manchen. Hier habe ich das jetzt nicht gesehen, aber bei manchen kann man das sehen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist das Erste. Wird verlost im Podcast irgendwann. Also wer da Bock drauf hat, ich weiß ja, wie gesagt, noch nicht in welchem Podcast. Müsste natürlich relativ zeitig passieren, weil das ist ein Weihnachtsmann. Ne? Also genau, das ist Bild Nummer 1. Legen wir mal dahin. So, Nummer 2, was haben wir hier? Schönes. Wir schauen. Oh, das ist auch hübsch. Ja, guck mal. So ein Blumen, Dings. Da ist das Instruction for Cross-Stitch. Zeige ich euch mal gleich. Ah, hier sieht es ein bisschen anders aus, das Set. Packen wir einmal auf. Einmal das rausholen. So, Knistertüte weg. Hier haben wir das Garn. Ich lasse das jetzt mal hier drin. Hier ist wirklich alles einzeln dran. Alle einzeln. Und nicht an so ein Teil. Ich glaube, hier sind aber auch nicht die Farben dran, oder? Nee, das ist gar nicht da dran, oder? Ich möchte das jetzt ungern auspacken. Ich kriege das nachher gar nicht mehr rein. Ich lasse das mal hier drin. Die, die sticken, werden es wissen. Hier haben wir eine extra Tüte mit Nadeln. Hier sind ein paar mehr drin. Hier ist so eine Art Fingerhut drin oder was das sein soll. Und was das hier ist, weiß ich gar nicht. Die, die sticken, werden es wissen. Und hier gibt es eine richtige Anleitung, wie das funktioniert. Also ist ein bisschen anders wie das andere Paket. Das finde ich auch gar nicht so. Das finde ich ganz hübsch, das Bild, muss ich sagen. Genau. Hier mit die Fäden. Könnt ihr das sehen? Wenn, weil hier steht in der Anleitung, man soll die Fäden irgendwie so trennen. Das habe ich mal meine Mama gesagt und die sagt, nee, ich trenne da nichts. Ich stick das einfach so. Ja. Keine Ahnung. Hier auch die ganzen Farben. Das Ding hat 42 Farben. Also ein bisschen mehr. Das gefällt mir aber richtig gut. Guck mal, das Bild. Das ist richtig, richtig hübsch. Geht aber definitiv auch in eine Verlosung, weil, wie gesagt, meine Mutter ist gut beschäftigt aktuell. Ich stick nicht. Und als kleines Dankeschön, dass ihr euch die Videos hier immer so anguckt, wird das verlost. Das ist 40 mal 40. Genau. So sieht das einmal aus. Kann man auch alles ganz gut erkennen, denke ich. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Genau, also diese beiden wurden mir geschickt. Das finde ich echt hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Der Weihnachtsmann ist halt, ja, hast halt einen Dekoartikel für Weihnachten, danach hängst du ihn wieder weg, ne? Aber das gefällt mir. Soll ich mal aufmachen? Das hier. Komm, ich mach das mal auf. Weil ich mir frage, woher weiß man, welche Farbe was ist? Weil bei den anderen hast du die Nummern da dran, aber hier habe ich das jetzt nicht gesehen. Ach doch, hier stehen die Nummern. Seht ihr das? Wenn man die umdreht, da steht dann die 150 drauf. Und die 150 ist da hier, das erste. Das rote. Genau, alles klar. Weil da habe ich mich gerade gefragt, woher man denn weiß, welche Nummer man hat. Aber die sind hier aufgeschrieben. Aber alles an ein Teil. Ich nehme das jetzt, wie gesagt, nicht weiter raus, weil sonst verheddert sich das nur und dann habt ihr nachher Probleme, wenn ihr das kriegen solltet. Das auseinanderzunehmen. Ich weiß ja, dass einige doch sticken von euch und ich denke, dass sich jemand da bestimmt drüber freuen wird, wenn er das nach Hause bekommt. Also wie gesagt, wir haben einmal den Weihnachtsmann und einmal dieses Herz mit den Blüten. Ganz hübsch, wird demnächst verlost in irgendeinem Podcast. Ich weiß halt noch nicht in welchem, vielleicht direkt im nächsten, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie ich das unterkriege, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall werde ich euch alle Daten, Artikel und so weiter unter dem Video verlinken. Na klar. Vielen Dank an Outdoor Tide für die Kooperation auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig gemacht, wie die das von mir verlangt haben im Prinzip. Und wie gesagt, mit 5%, 5% bekommt ihr mit Marshall 5 off. Guckt da gerne mal rein. Guckt euch vor allen Dingen die Gartendeko an. Die ist echt total süß. Also da werde ich mir definitiv bestimmt noch was bestellen für den nächsten. Für die nächste Gartensaison, so schöne Figuren oder so, mit Sicherheit. Wie gesagt, alles unten verlinkt.
Ja, und dann war es das für dieses Video. Wir haben zusammen ausgepackt. Freut euch auf eine Verlosung. Wie gesagt, wann die kommt, weiß ich noch nicht. Und ich husche jetzt zum nächsten Paket. Da kommt dann aber ein neues Video. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst gerne ein Like da, Kommentar und so weiter. Und auch gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen. Da helft ihr ein bisschen, den Kanal voranzutreiben. Das wäre sehr, sehr schön. Und bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag.